Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai und in diesem Video zeige ich dir, wie du den Surge XT Synthesizer wie einen paraphonischen Synthesizer benutzen kannst. Aber es werden keine alten Grammophone durch die Luft schweben, noch werden uns Geisterchöre etwas vorsingen. Es ist einfach nur eine sehr hilfreiche Methode, den Sound dort zu machen, wo er entsteht. Es wäre klasse, wenn du mir ein Like und ein Abo dalassen würdest. Tja, dann legen wir doch einfach mal los. In dem Video Polyphonie, Paraphonie, Monophonie in der Kategorie Soundgrundwissen habe ich ein wenig zu den Unterschieden von eben Polyphonie, Paraphonie, Monophonie erzählt und auch darauf hingewiesen, dass eine Diskussion um besser oder schlechter komplett fehl am Platz ist, denn der Einsatzzweck ist extrem entscheidend. Den Link zum Video findest du in der Videobeschreibung bzw. auch in dem Infokärtchen, dass wir aus dem Jenseits einfach so auftauchen und zu uns mimisch sprechen wird. Ganz kurz die zwei wichtigsten Eigenschaften eines paraphonen Synthesizers. Erstens, er kann mehrere Stimmen, also Töne, gleichzeitig in verschiedenen Tonhöhen spielen. Zweitens, alle Stimmen benutzen ein und dieselbe Lautstärken- und Filterhüllkurve. Und jetzt kommt das Geniale von Surge XT, der grundsätzlich als polyphoner Synthesizer ausgelegt ist und deswegen er alle und besonders auch im Zusammenhang mit dem Clap-Plugin-Format immer wieder begeistert. Aber manchmal ist die Superlative ein wenig zu viel, weil eigentlich nur was ganz Einfaches gebraucht wird. Surge XT kann nicht nur Polyphonie, sondern auch echte Paraphonie und auch eine Mischung aus Paraphonie und Polyphonie. Und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Surge XT hat die Standard ADSR mittig für die Filter FEG hier links und den Amp ADSR, also Lautstärke AEG, hier rechts. Diese funktionieren standardmäßig polyphon, also jede Stimme bekommt ihre eigene Hüllkurve. Im unteren Teil von Surge XT, hier in diesem Theme Blau, befindet sich der Modulation Routing Abschnitt in 4 Zeilen. Und darunter kommen dann die Detaileinstellungen der jeweiligen Modulatoren. Die für uns wichtige Zeile ist die, die mit den SLFOs anfangen, also SLFO 1 bis SLFO 6. Das sind sogenannte Szenen-LFOs, die nicht nur für die einzelnen Stimmen gelten, sondern für alles, wie zum Beispiel auch noch für das gesamte Effekt-Track. Diese Szenen-SLFOs haben die Eigenschaft, wenn sie auf Keytrigger eingestellt sind, dass die zuerst gedrückte Note den Start der Modulation oder Hüllkurve bestimmt. Und alle anderen dazu gedrückten Noten, ich nenne das jetzt vereinfacht mal Legato, sich in den Verlauf einreihen, also Paraphon. Sobald alle Tasten losgelassen wurden und eine neue Taste gedrückt wird, startet die entsprechende Hüllkurve bzw. Modulation aufs Neue. Und dann natürlich reihen sich die danach gedrückten Tasten wieder in den aktuellen Verlauf ein. Diese Paraphonie kann mit den SLFOs, also den Szenen-LFOs, erreicht werden. So, wie wird das konkret gemacht? Als Aufgabe möchte ich einfach den Filter per ADSR öffnen und wieder schließen mit einem langsamen Attack und einem langsamen Decay von jeweils ca. 2 Sekunden. Zuerst initialisiere ich den Surge XT, damit alles in Grundstellung ist. Ich mache die Einstellung auch parallel mit der fest dafür vorgesehenen Filterhüllkurve FEG hier oben, damit du auch gleich den Unterschied gut hören kannst. So, jetzt stelle ich einen 24 dB Low-Pass-Filter ein, weil der auch gut zu hören ist. Dann schiebe ich den Filter oder das Filter ziemlich zu und stelle die Resonanz auf die Mitte,
auch wieder um den Effekt noch hörbarer zu machen. Als erstes stelle ich den FEG für ein polyphones Hörerlebnis ein. Attack und Decay auf ca. 2 Sekunden, Sustain ganz runter und Release auf ungefähr 3 Viertel, damit das nicht ganz so abrupt aufhört. Das Release, das AEG, passe ich an, dann kann der Ton ein wenig ausklingen, ist einfach schöner. Die Modulation drehe ich mit dem F1 Schieberegler ein und bestimme, welche Bewegung das Filter machen soll. Hier will ich das Filter öffnen, also nach oben, und wie weit das Filter aufgehen soll, er soll ganz aufgehen. Dazu schiebe ich ihn ganz nach oben. Der Weg ist das Ziel. Hier ist schön zu hören, wie für jeden einzelnen Ton das Filter auf- und zugeht. Wunderbare Polyphonie. Okay, den F1-Schieberegler wieder in Grundposition, dass nichts mehr moduliert wird. Jetzt will ich eine paraphone Soundbewegung und mache das mit den SLFO, also den Szenen-LFOs. Beziehungsweise mit Teilen des SLFOs. Als erstes klicke ich mit der rechten Maustaste auf den Knopf SLFO 1 und wähle Switch to Scene LFO 1 EG Only aus. Damit ignoriert die Modulation den kompletten linken Teil mit den verschiedenen LFOs, Sequenzern und M6. Nur noch der rechte Teil, der mit LFO EG überschrieben ist, wird benutzt. Da steht jetzt zwar DAHDSR, aber das ist nur ein etwas erweiterter ADSR, nämlich Delay, also Verzögerung, dann Attack, dann Hold, für eine bestimmte Zeit halten, also auch wieder eine Verzögerung, dann Decay, dann Sustain, dann Release. Mich interessieren aber nur ein langes Attack von 2 Sekunden und ein langes Decay von 2 Sekunden und ein recht niedriges Sustain. Und das Release lasse ich da oben, weil das unter Umständen sonst einen lustigen Quietscher von sich geben kann, den ich hier auf jeden Fall nicht haben möchte. Jetzt noch unipolar aktivieren, weil ich nur in eine Richtung modulieren will, also Filter auf und dann wieder zu. Dann nochmal einen Mausklick auf den SLFO oder einfach nur die mittlere Maustaste drücken, dann geht der Search XT in den Modulierungsmodus für den zuletzt gewählten oder zuletzt ausgewählten Modulator. Das Filter nun bis zum Anschlag ganz rechts modulieren. Wieder mittlere Maustaste drücken, um den Modulationsmodus wieder zu beenden. Und wenn ich jetzt wieder die drei Töne haltend direkt hintereinander spiele, ertönt das hier. Wunderbare Paraphonie. Das Schöne hier, gerade beim Filter, ist, dass trotz Paraphonie das Keytracking dennoch funktioniert. Also die Filtereinstellung anhand der Tonhöhe angepasst wird, sodass wie hier in diesem Beispiel ein Low-Pass-Filter nicht das Erklingen der hohen Töne wegschneidet. Ja, und das Mischen beider Varianten, also die Polyphonie, jeder Ton individuell, und die Paraphonie, alle Töne in der Reisegruppe machen die zeitgleiche Bewegung, funktioniert, wie du dir jetzt bestimmt gewünscht hast, sogar gleichzeitig. Mit einer Kombination aus einem langsamen SLFO und einem schnellen FEG kannst du quasi zwei Filterbewegungen gleichzeitig machen. Für jeweils jeden Ton einzeln mit zum Beispiel einem schnellen FEG, also polyphon, und mit einem langsamen SLFO für die gesamte Reisegruppe von Tönen, also paraphon. Oder, wenn du es nicht gar so komplex haben musst, dann könntest du eine Kombination aus Filter und Lautstärke machen, wie zum Beispiel eine langsame SLFO-Filterbewegung, also Paraphon, und dann eine Lautstärken-AEG-Bewegung der einzelnen Töne, hier dann Polyphon.
Mit den einzelnen polyphonen Hüllkurven oder Modulationen auf die verschiedenen Parameter, wie zum Beispiel Filter, Detuning, Lautstärke, Feedback und so weiter und so fort, hast du schon ein riesen Arsenal, wie du den Sound interessant in Bewegung halten kannst. Polyphonie mit der Kombination von Paraphonie ermöglicht es dir zusätzlich eine virtuelle Zusammengehörigkeit bzw. hörbare Gruppierung von Tönen oder Sound herzustellen, die teils sehr effektvoll oder teils sehr subtil zu einem Verschmelzen des Sounds einen wichtigen Beitrag leisten kann. Der Surge XT Synthesizer zeigt hier wieder einmal wunderbar, wie sehr die verschiedenen Konzepte getrennt, aber auch schön wirkungsvoll miteinander kombiniert werden können. Ein riesen Dank geht an die Entwickler dieses wunderbaren Synthesizers, der nicht nur Open Source ist, für Linux, Windows und Mac in verschiedenen Plugin-Formaten wie VST3 und Clap verfügbar, sondern auch noch kostenlos ist. Und die immer ein offenes Ohr für meine manchmal vielleicht ein wenig abwegigen Fragen haben und dann auch meist noch eine super Antwort parat, wie zum Beispiel in diesem Fall. Vielen lieben Dank an das großartige Surge-Team. So, jetzt bist du an der Reihe. Gib mir doch bitte einen Like und abonniere den Kanal. Mein Name ist Odo Sendai-Dukai. Danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Wenn du noch weitere Fragen oder Feedback hast oder dir irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, lass es mich in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.